Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute mal wieder in einer neuen Karriere unterwegs. Ihr seht es im Hintergrund, wir sind hier am Start mit einer Karriere mit dem FC Bayern München und zwar haben wir hier eine Karriere, wo die ganze Mannschaft nur aus Regens besteht. Das bedeutet, wir haben keinen Spieler, der kein Regen ist. Ich habe mich so ein bisschen darum gekümmert, dass wir hier eine komplette Regen-Mannschaft zusammenkriegen. Wir haben hier auf der Wunschliste auch noch ein paar Regens. Bei allen weiß ich nicht so hundertprozentig, wer das ist, aber es gibt schon viele, bei denen ich relativ genau weiß, wer das ist. Hier im Tor zum Beispiel, das sollte eigentlich relativ klar sein, sollte Navas sein, der jetzt derzeit bei Manchester City spielt. Dann haben wir hier noch einen ZM, wo ich mir vorstellen könnte, da er aus der spanischen Liga kommt, dass das vielleicht Arda Turan ist. Dann geht es weiter mit einem Italiener, das könnte immer so gut wie jeder sein, deswegen da lege ich mich meistens nicht fest, aber hier geht es dann weiter mit einem Portugiesen, der aus Portugal kommt und ja, da gibt es auch wieder viele, aber es könnte theoretisch Adrien Silva sein, der ja in echt bei Sporting auch gespielt hat. Hier kommt er jetzt auch von Sporting, ich weiß nicht ganz genau, ob das stimmen kann, aber wäre auf jeden Fall Portugiese und auch auf der ZM-Position zu Hause. Seine weiteren Positionen, er hat keine weiteren Positionen, müssen wir mal schauen, ob er hier auch keine weiteren Positionen hat. Und damit ist das hier auf jeden Fall der Regent. Falls ihr nicht wisst, wie man Regents findet, ist oben auf dem i nochmal ein Video verlinkt, also einfach jetzt mal oben auf das i klicken, dann kommt ihr zu einem Video, wie ihr wirklich hundertprozentig sicher sein könnt, dass ihr einen Regen gefunden habt. Dann geht es hier weiter mit Ruben Cabrero Mora, hört sich ziemlich spanisch an, ist auch spanisch und das ist Boya Valero von Florenz, ist hier auch schon ein bisschen älter, 26 Jahre alt, also das wird auf jeden Fall auch passen. Dann geht es hier weiter mit Rafael Ferreira de Bessa. Da weiß ich nicht so hundertprozentig, wer das ist. Könnte theoretisch Rafael aus der Bundesliga sein. Aber wird denn wohl eher vielleicht Jonas oder so aus der portugiesischen Liga sein? Und dann hier noch zu guter Letzt, mal gucken, aus welcher Nation der kommt. Der kommt aus Spanien. Das könnten auch wieder mehrere sein. Es könnte ein Torres sein. Es könnte ein Aduriz sein. Also da gibt es auch mittlerweile viele ältere Spieler. Vielleicht auch einen David Villa. Da muss man mal schauen, aber das ist auch nicht das Wichtigste, sondern das Wichtige, das ist unsere Mannschaft. Da weiß ich auch zu 100%, welcher Spieler welcher Regen ist und deswegen starten wir einfach mal rein. Ihr seht hier schon mal die Aufstellung, ihr könnt ja jetzt einfach mal so ein bisschen schätzen, wer ist. Dann schreibt ihr mir einfach mal rein, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal irgendein Beispiel, hier Volpi, der Linksverteidiger, das ist, sagen wir mal, ich muss ja irgendwas Falsches nehmen. Ich sage einfach mal, das ist David Alaba. Ist er nicht, das kann ich euch schon mal sagen. Aber so könnt ihr es mir theoretisch in die Kommentare schreiben. Hier der Linksverteidiger Volpi. Aber mal schauen, vielleicht hat der ein oder andere einen Spieler richtig. Wir werden es sehen. Wir starten jetzt einfach erstmal rein in den Teambericht. Und dann sortieren wir das Ganze einfach mal nach Positionen, da man das so vielleicht noch ein bisschen besser sieht. Ich werde das Ganze auch jetzt schon hochladen, da hier unser Keeper leider seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Deswegen muss ich das Ganze jetzt schon hochladen, bevor der nachher unser bester Spieler, bei dem der Vertrag ausläuft. Er möchte ihn, wie gesagt, nicht verlängern. Wir haben zwar schon gute Ersatzkeeper, aber trotzdem möchte ich ihn ganz gerne im Verein behalten. Deswegen haben wir vielleicht noch nicht alle Regens auf vollem Potenzial, aber es sind auf jeden Fall so gut wie die wichtigsten enthalten. Hier haben wir den ersten Keeper. Das ist Gianluigi Buffon, heißt hier Pierluigi Lucioni und ist, wie gesagt, Italiener. Ist relativ früh schon rausgekommen, das heißt, er ist mittlerweile schon 27 Jahre alt. Ich glaube, Buffon hat nach 2 Jahren oder so direkt seine Karriere beendet. Dann haben wir hier einen 22 Jahre jungen, 5 Jahre jüngeren Keeper Fabian Seguin, wenn er so ausgesprochen wird, kommt aus Deutschland und das ist der Regen von Manuel Neuer. Also da haben wir schon mal ein richtig starkes Keeper-Duo, dann geht es weiter mit noch einem dritten Keeper, kürzlich für 33 Millionen von Real Madrid gekommen und Nigeria, das kann eigentlich doch nur Enyama sein, habe ich mir gedacht. Also mir wird da jetzt kein anderer Keeper einfallen, deswegen das sollte Enyama sein. Dann geht es weiter auf der Rechtsverteidigerposition. Hier ebenfalls mal wieder mit einem deutschen Spieler am Start. Und wenn ihr die Position seht, dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon, welcher deutsche Spieler es ist. Und zwar haben wir hier Niklas Havertz wird er hier sogar ausgesprochen, der Philipp Lahm darstellen soll, auch erst 23 Jahre jung. Das heißt, Philipp Lahm hat auch noch ein bisschen länger gespielt, ich glaube bis 39 oder so. Das ist in echt ja nicht der Fall, da hat er schon aufgehört. Dann geht es weiter mit dem nächsten Rechtsverteidiger. Und hier haben wir einen Brasilianer und das ist Dani Alves, hier schon 24 Jahre alt. Das bedeutet ein Jahr älter als
unser Philipp Lahm, aber trotzdem vom Gesamtrating kommt er da nicht dran. Dann geht es weiter mit dem nächsten Rechtsverteidiger, den habe ich mir erst relativ spät geholt. Und das sollte Sanja sein, der ja in echt bei Manchester City spielt, auch schon ein bisschen älter ist. Ihr seht hier, 27 Jahre alt, das sagt schon einiges aus. Und das ist auf jeden Fall unser dritter Rechtsverteidiger. Dann machen wir weiter mit der Innenverteidigung. Und hier fangen wir an mit Jorge Felipe da Silva Trigueira oder so. Ist ein Portugiese und da gibt es, glaube ich, nicht so viele überragende Innenverteidiger. Das ist auf jeden Fall Pepe von Real Madrid. Dann geht es weiter mit dem nächsten langen Namen. Ronaldo Caua Labatero Gomes und das sollte ein Brasilianer sein, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist Thiago Silva von PSG. Dann geht es weiter, wir haben ordentlich Innenverteidiger. Innenverteidiger gibt es wirklich Regens en masse, also da könnt ihr euch auf jeden Fall ordentlich eindecken. Hier haben wir den nächsten, 99er Sprintgeschwindigkeit, hier auch eine 98er Sprintgeschwindigkeit und hier auch eine 99er Sprintgeschwindigkeit. Also, falls ihr schnelle Innenverteidiger haben wollt, dann kümmert euch einfach mal um ein paar Regens. Hier haben wir auf jeden Fall, ich glaube, einen Italiener und das ist dann entweder, nee, ich weiß, wer es ist. Es ist auf jeden Fall Basakli, denn der ist schon ziemlich lange bei uns, auch schon 28 Jahre alt. Das ist hundertprozentig Basakli. Dann geht es weiter mit dem nächsten. Wir starten jetzt mal ein bisschen schneller durch. Auch wieder 95er Sprintgeschwindigkeit. Brasilianer. Das ist Miranda, der ja in echt derzeit ausgeliehen ist in die italienische Liga. Der nächste Innenverteidiger, 99 Sprintgeschwindigkeit. Alle übermäßig schnell aus Spanien. Das ist Sergio Ramos, der sich meiner Meinung nach bisher ziemlich schlecht entwickelt hat. Der nächste ist Nicolo Scufet. Das ist dann allerdings Chiellini, auch aus der italienischen Liga. Dann geht es weiter mit Volpi. Da muss ich einmal kurz schauen, wer das ist. Da muss ich einmal auf die Nation achten. Und dann weiß ich schon, das sollte Marcelo sein. Marcelo oder Felipe Luis. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, welcher das jetzt war. Haben wir beide? Nee, haben wir auch nicht. Denn sollte das, glaube ich, Felipe Luis sein, weil wir Marcelo, glaube ich, noch nicht haben. Aber den hatte ich auch schon irgendwie in Verdacht. Dann geht es weiter mit Lucadia auf der rechten Mittelfeldposition. Und da sieht man auch ganz schnell, wer das ist. Das ist natürlich Arjen Robben, wenn man da die Niederlande-Flagge sieht. Dann weiß man sofort. Weiter geht es mit Özbilic und ja, das kann nur einer sein, da wusste ich sofort, Armenien ist natürlich Mkhitaryan. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Leon Lyons, der ja alles rund um Mkhitaryan aufbaut. Dann machen wir weiter mit dem nächsten und zwar haben wir hier wieder einen zentralen Mittelfeldspieler aus Spanien und das ist Iniesta. Phänomenaler Mann, muss man auf jeden Fall sagen. Und ihr seht, alle Regens unglaublich schnell. Also falls ihr schnelle Spieler haben wollt, kümmert euch um Regens. Hier haben wir dann übrigens Arturo Vidal. Auch richtig geiler Spieler, ZM, ZDM. Weiter geht es mit dem nächsten. Und hier haben wir einen Italiener, das ist Marchisio. Der jetzt von der Entwicklung auch noch nicht so hundertprozentig eingeschlagen ist. Der nächste ist Alex Rangnick. Und das könnte auch Marchisio sein. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen zwiegespalten. Welcher ist jetzt Marchisio, welcher ist jemand anderes? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass der andere Spieler Pirlo ist, aber die sind, wie gesagt, relativ gleich oder relativ nah beieinander. Dann geht es weiter hier mit Hernan Castellano. Hört sich schon relativ südamerikanisch an und demnach kommt er auch aus Südamerika, Argentinien und das ist natürlich Messi. Passt von der Größe vielleicht nicht ganz so, das Gewicht vielleicht relativ in der Nähe. 20 Jahre erst jung und schon eine 86er Bewertung, also den Regen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der nächste ist dann Matias Riolfo, ebenfalls wieder aus Südamerika, diesmal Uruguay. Und das ist dann demnach Luis Suarez. Und hier der Überflieger im Sturm, und zwar haben wir hier Martin Elanda. Hört sich auch wieder ein bisschen skandinavisch an und demnach ist es auch einer aus Skandinavien. Und da kann eigentlich nur ein Stürmer in Frage kommen, und zwar ist es natürlich Zlatan Ibrahimovic aus Schweden, hier Linksfuß, 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, auf jeden Fall ein phänomenaler Stürmer und dann der nächste im 90er Bereich und damit auch der letzte Spieler. Das ist Sergio Miguel de Almeida und das ist, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wer soll es sonst sein auf dem linken Flügel, das ist natürlich Cristiano Ronaldo und bei dem kann ich nochmal was anmerken. Ja, der hat 1 Stern Skill und 1 Stern Weakfoot. Was will man mit dem anfangen? Natürlich ein phänomenaler Spieler, auch überragend schnell. Aber was will man mit einem Stern schwacher Fuß und einem Stern Spezialbewegung anfangen? Keine Ahnung, den hatte ich auch in der HSV-Karriere verpflichtet, die ihr immer mal seht. Aber da hatte er auch 1 Stern schwacher Fuß, 1 Stern Spezialbewegung. Und ich habe mir gedacht, weg mit dem. Einfach nur weg mit dem, den kann ich nicht gebrauchen. Aber hier, wie gesagt, wird das Ganze nur simuliert. 91er Gesamtstärke ist natürlich sehr, sehr stark und damit gehört er auch zu den besten Spielern. Wir können uns hier nochmal unseren ganzen Kader anschauen.
Wir spielen hier derzeit mit 4-4-1-1 und vorne Ibrahimovic, dahinter Suarez. Links haben wir dann Cristiano Ronaldo, dann dahinter, ich glaube, das ist genau Arturo Vidal. Auf der anderen Seite haben wir Iniesta, rechts dann mit Messi, hier haben wir Lahm. Dann der erste Innenverteidiger ist Pepe, der zweite Innenverteidiger ist Thiago Silva. Dann haben wir auf der linken Seite Felipe Luis, im Tor Buffon. Und das ist eigentlich schon eine unglaublich geile Truppe. Ich kann euch jetzt mal im Hintergrund die besten Ultimate-Team-Karten von allen einblenden, dass wir da mal ein Team zusammenstellen, wie stark die eigentlich so sind. Das sind auf jeden Fall phänomenale Karten. Ich kann vielleicht, wenn ich das irgendwie hinkriege, auch ältere Karten mal hervorrufen, sodass wir nicht nur die Karten aus diesem Jahr haben. Sind auf jeden Fall mega geile Spieler. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, lasst gerne einen Like da. Vielleicht knacken wir auf diesem Video die 400 Likes. Würde mich riesig freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr mir noch nicht abonniert habt, dürft ihr es natürlich auch gerne tun. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.